Stört's dich, wenn ich da an so einen Riss zeige, an so ein Risslevel bei Pogal? Anscheinend wurde ein neues Gebäude in der Stadt fertiggestellt. In Hammerschatz, in 45 Sekunden ein Schwierigkeit 1 Stern. Da muss ich auf die Pfosten hauen. Dass du weißt, wie die Straße der Schätze ausschaut. Das sind eben die optionalen Bonuslevel. Und den musst du aber fertigstellen, wenn du deine Spezialfähigkeiten verbessern willst. Ah, nicht verdrucken. Na! Nicht verdrucken, bitte, Mike! Okay, das war's. Also die Bestzeit ist gestorben. Soeben. Das ist die Zielzeit, sagen wir so. Alter, jetzt hänge ich echt fest. Passt, das war mal gar nichts am Schluss hin. 58. Boah, boah, da brauche ich viel mehr Speed. Das erste Versuch. Achso, Entschuldigung. Ob ich da so einen Riss sagen soll, so die Straße der Schätze Level. Das sind eben immer die optionalen Level. Und die musst insofern machen, wenn du deine Spezialfähigkeiten verbessern willst. Weil du brauchst die Münzen, die du in der Straße der Schätze sammelst, damit deine Spezialfähigkeiten verbessern kannst, weil nur Münzen allein reichen nicht. Ich check das nicht, Alter. Wieso ist das jetzt schon explodiert? Ich war ja noch weit genug weg. Alter, das, ich krieg da einen Knick in die Optik jedes Mal. Bitte, 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 20 Hundertstel, 20 Hundertstel, 20 Hundertstel. Was? Wie schnell muss man da bitte sein? Gut, das war der zweite Versuch. Die Zielzeit schaffe ich definitiv nicht, aber es war schon wieder eine eigene Bestzeit. Ich check beim letzten Sprung hinten das in der Optik nicht, ich krieg da einen Knick. Ich glaube immer, dass das über mir ist, aber es ist vor mir. Also da muss man wirklich wahnsinnig gut sein. Da darf man keinen einzigen Fehler machen. Und mir passiert es zum Beispiel da schon. Gerne mal, dass ich einen Fehler mache. Jetzt nicht. Und das ist so arg. Einfach hinten vorbei. Einen hasse ich da. Er ist ein richtiges Schweindl. Alter, wie schnell muss ich da sein? Jetzt war es wirklich fast fehlerlos. Und mir fehlen nur immer 4 Sekunden, über 4 Sekunden. Also, das ist ein Stern-Schwierigkeitsgrad. Definitiv nicht die Zielzeit. Ein Wahnsinn. Okay, passt. Dritter Versuch, leider. Es hat nicht gereicht. Beim Dings ist es gescheitert. Bei dem komischen Flugdings. Ah, B auf der Weltkarte? Komm ich sofort zu Waddle Dee Stadt. Dann schauen wir uns an, welches Gebäude das jetzt fertig geworden ist.
Da hinten. Schaut aus wie ein Paketshop. Ein Postzusteller. Die 50 Waddle Dees, die du gerettet hast, haben den Waddle Dee Lieferservice wieder ins Leben gerufen. Erhalte besondere Items über Geschenkcodes. Die Geschenkcodes, die haben wir uns zum Beispiel damals zwei Geschenkcodes erkauft. Die 50 Waddle Dees, die du gerettet hast, haben Kirbys Haus gebaut. Gönne dir dort ab und zu eine kleine Auszeit. Hey, cool. Dann schauen wir uns mal kurz das Haus von Kirby an. Kirbys Haus. So, Elfilin, was sagst du da? Um dein Zuhause mit Figuren zu schmücken, öffne zunächst deine Sammlung mit Minus. Wähle anschließend die Figur, die du ausstellen möchtest und bestätige deine Auswahl durch Drücken von Plus. Wahnsinn. Da ist ein Kirby sein Bett. Da kann ich tatsächlich schlafen. Oh mein Gott. Wie süß, Andi, bitte. Jetzt dürfte wieder vollständig hergestellt sein. Wenn ich die Feuer baue, habe, kann ich da sicher Feier machen. Das probiere ich jetzt aus. Ich hole jetzt ganz kurz in der Werkstatt die Feuerpower. Das ist sowieso cooler als der Hammer. Ich glaube, ich kann mich ausrüsten auch damit. Ab sofort findest du auch die Spezialpower Hammer in meinem Laden. Viel Spaß damit. Macht schon Sinn, ja? Aha. Okay. Der Favorit wird immer automatisch zu der. Das heißt, ich kann schon normales Feuer auch noch kriegen. Und wenn ich jetzt ein normales Feuer kriege, wird es automatisch der Favorit. I see. Ich muss nur probieren, ob ich das Feuer entzünden kann. Es schaut einfach so aus. So, jetzt bin ich aber richtig. Ja, es geht. Und ich krieg dafür eine rote Münze. Und jetzt probiere ich auch noch aus, dass ich eine Figur hinstelle, nämlich mich selbst. Stelle ich da jetzt hin. Diese Figur wird in Kirbys Haus ausgestellt. Du kannst bis zu 3 Figuren gleichzeitig ausstellen. Wegräumen, okay. Dann will ich in Elfilin natürlich noch ausstellen. Und ich will unbedingt in Gorillas ausstellen. Da ist er. Passt. Cool, am Kamin. Kann ich da ein Buch lesen? So, lesen wir Geschichte, Kirby. What the f... Ich komme da... Piper Girl. Kirby Star Alice hast du gespielt, zuletzt. Favoriten, das ist das. Ich kann Spezialpower als Favorit festlegen. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt habe ich die Feuerpower als Favorit festgelegt und wenn ich jetzt eine Standard-Feuerpower kriege, also eine schwache, und ich schon das Upgrade habe für die Feuerpower, dann wird es automatisch zum Vulkanfeuer. Also ich habe Kirby Star Alice habe ich gespielt. Kirby Fighters 2 und Kirby Super Kirby Clash habe ich nicht gespielt, weil das sind so Ingame-Kaufspiele, die was keine Handlung haben direkt. Mach Feinde zu Freunden mit Freundherzen. Genau, das war so cool. Für eine Power von Freunden, um mächtige Freund-Power zu kreieren. Rette die Welt. Für bis zu 4 Spieler, die sich Joy-Con-Controller teilen. Habe ich gespielt. Ist extra magische Garn, habe ich nicht gespielt. Battle Royale ist das gleiche wie oben. Fighters und Kirby Clash habe ich nicht gespielt. Blowout Blast weiß ich jetzt gerade nicht, kenne ich nicht. Kirby Clash Deluxe ist das gleiche wie oben. Planet Robobot von 3DS habe ich natürlich gespielt. Regenbogenpinsel habe ich natürlich gespielt. Ein Wahnsinn, ein voll geiles Spiel, wo der Kirby in einen Ball verwandelt wird von einer Hexe und man muss dann mit dem Stift, mit dem Touchscreen-Pen in Weg zeichnen. Fighters Deluxe ist das gleiche wie oben. Drum Dash Deluxe ist das gleiche wie oben. Triple Deluxe habe ich natürlich gespielt für den 3DS. Es hat viel mehr frühere Abenteuer gegeben. Was ist mit den ganzen Dreamland-Teilen? Die hätte ich ja alle sagen können. Okay. Vielleicht kann ich dann später das Buch noch mehr lesen. Was? Du meinst jetzt aber nicht echt in den Regenbogenpinsel das. Mit Obergay. Und im Paketshop schauen wir uns auch noch an. Ich weiß jetzt gerade keinen Code auswendig. Ich habe am Ende vor der Demo, ich weiß nicht, ob ich das rausgeschnitten habe, beim Lousy Let's Try, habe ich 2 Codes gekriegt.
Hallo und willkommen beim Wardle Deal Lieferservice. Wir liefern Geschenke direkt bis an die Haustür. Solltest du Geschenkcodes finden, kannst du sie hier eingeben. Wir bringen die entsprechenden Geschenke ruckzuck zu dir nach Hause. Apropos Geschenkcode, ein paar von ihnen sind hier bei uns in der Stadt versteckt. Also halte ruhig die Augen offen. Ach ja, und manche werden sogar online bekannt gegeben. Genau das ist zum Beispiel heute passiert. Wir müssen nur eine Online-Verbindung herstellen, um sie einzulösen. Oh? Willst du es gleich mal ausprobieren? Aber sicher willst du das. Ich habe einen Geschenkcode an der Hauswand gegenüber hinterlassen. Nimm die Wand am besten gleich mal genauer unter die Lupe. Ach so, ja stimmt. Mit die Herzen, ja, mit Star Alice. Alle Geschenkcodes, die du hier in der Stadt findest, kannst du auch offline eingeben. Toll, oder? Du besitzt nicht zufällig schon einen Geschenkcode, den du eingeben magst. Jo, Idee, dann wissen, aber... Ich mag jetzt die Online-Verbindung nicht aufbauen. Ich weiß auch einen Code, den haben sie heute verschenkt. Wie kann ich jetzt die Wand unter die Lupe nehmen? Warte mal. Was steht denn da geschrieben? Mal sehen. First Password. Ist das etwa ein versteckter Geschenkcode? Was denn? Gib ich gleich ein. Ach so. Okay. Warte mal. Er holt einen Füller außer. Okay, und da ist natürlich jetzt die wunderschöne Tastatur offen. Was am Touchscreen ein bisschen schneller gehen würde. Aber ich bin ja jetzt nicht am Handheld. Was? War es nicht First Password? So, einmal probiere das noch, das schneide ich dann natürlich auf YouTube außer. Na, warte mal, jetzt bleibst du aber bitte groß. So. Habe ich first falsch geschrieben, wahrscheinlich. First Password. Okay. Man muss das groß schreiben? Nicht der Ernst. Mach ein rosa Paket, jetzt hört sie ja endlich auf. Also jetzt werden sie wirklich schon übertrieben niedlich. Es ist ein rosa Paket. Ui, was ist denn das? Münzen. 100 Sternmünzen. Nicht schlecht. Coolio. Das wird jetzt der Elefin für mich machen, nehme ich an. Dass ich da so ein bisschen Geschenkcodes suchen kann mit ihm. What? Sogar da ist er Münzen versteckt. Zum Ort der Ankunft will ich jetzt nicht zurück. Und da kann ich gar nicht obi, okay. Da ist keine Münze, kein Passwort versteckt. Das schaut noch ein Passwort aus. Na. Vielleicht werden die nach und nach erst freigeschalten. Das kann natürlich auch sein, dass die nach und nach erst freigeschalten werden, die Passwörter in der Stadt. Ah! Ach so. Okay, doch dann traf ich dich, Kirby. Und du hast dich so sehr ins Zeug gelegt, um alle zu retten und die Stadt wieder aufzubauen. Vielen Dank, Kirby. Danke aus tiefstem Herzen. Ja, dann, wenn du mal so dankbar bist, dann such einen Code für mich. Wenn jetzt auf ein Haus doch nichts versteckt ist, dann friss ich am Besen. Na bitte. Ha! Die Bank ist auch super, ha? Huh? Setz ich mich kurz her. Das muss dann ausprobieren, Bipergirl. Wenn du unten nach oben, nach links und nach rechts drückst am Steuerkreuz, dann macht er Emotes, kleine. Winken und hinsetzen und so. Das ist voll süß, vor allem für Fotos. Oh, nice. Zum Verbessern von einer Fähigkeit. Das wirst du nicht schaffen, gell, Umi? Wui, er schafft's. Cool. Kann er in der Stadt unendlich lang fliegen? Und das eventuell sein. Aber auf die Bäume kann er nicht, schade.
Ah, und da ist nochmal was versteckt. Mann, da chillen die Waddle Dees. Der Waddle Dee Assistent. Wie süß. Und immer eigenes Haus, kann ich durch den Schornstein rein? Jo! Oh, unten ist eingekatzt. Passt, es tut einem nichts. Jetzt bin ich mir mal ein bisschen vorgekommen wie der Mario. Irgendwann kommt dann der Waddle Dee Gelehrte auch dazu. So. Dann geht's auf. Auf, auf. Ewig Blauküste. Cool, ich komme automatisch wieder in den Bereich zurück, wo ich gestartet bin. So, das haben wir. Ah, da kann ich wieder suchen. Ja, wieder eine rote Münze. Normalschatz. Boah, zwei? 30 Sekunden? Ohne eine Spezialpower. Boah, süßer Erfolg, wild und unverwundbar. Das heißt, ich will irgendwo einen Power-Lolli kriegen. Was ist jetzt? Na, nicht. Die werden Bs, wenn ich auch noch ramme. Okay. Jetzt brauche ich einen Lolli. Los geht's. Bum, 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 bum. Aber in 30 Sekunden wird das interessant. Wie lange hat das jetzt dauert? Minuten? Was? Das hat nur 31 Sekunden dauert, wenn ich mich nicht erwischen hätte lassen. Also ich schaffe das beim spätestens dritten Mal. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Da halte ich euch nicht lange auf, Leute. Das heißt, ich mache die Idealroute ist dann einfach so im Kreis. Weil dann komme ich wieder bei dem Schalter raus, oder? Das ist auch ein riesengroßer Fehler gewesen. Wieso? Alter, nicht dein Scheiß Ernst, Alter. Wieso hupst du da jedes Mal daneben? Probier mal, aber hüpfend. Na, ist er nicht schneller, weil jetzt bin ich geflogen aus Versehen. Meine Fresse, bin ich ein Idiot. Das war ich sogar noch schlechter als vorher. Ja. Ich muss aufpassen beim Springen, dass ich nicht aus Versehen fliege. Kein tricky sein jetzt. Der letzte Versuch. Ja, wie möchte ich es in der Normalzeit schaffen, also in der Zielzeit schaffen? Ich muss doch früh genug losspringen. So, aber wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann friss ich aber einen Besen zusammen still. Weil jetzt habe ich noch 12 Sekunden Zeit. Locker, das geht jetzt aus. Jawohl. Nice. Das bringt zwar nur Münzen, aber ich will die Zielzeit haben, unbedingt. Kriege ich sie hier eigentlich vom Level Beginn weg, wenn ich vorn bin, irgendwie die Zeit? Na. Obwohl ich es aufmache, oder? Ja, dann sehe ich, ob ich die Zielzeit erreicht habe. Sehr gut. Passt. Was haben wir da? Schwertschatz. Schwinge die Klinge. Schwertprüfung. 1 Minute. Hat nur einen Stern. Jetzt sehe ich dann, ob man die Vulkanpower wieder zurückgeben wird oder ob ich die Schwertpower behalte.
Aha. So, jetzt gleich ganz intelligent gemacht. Aha, da geht da die Treppe weiter. Ich muss das mit Springen machen. Seine Schwertangriffe sind nämlich stärker. Und da müssen die aufladen. Wow! Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der jetzt auftaucht. Da sollte eigentlich die Zeit kurz ein bisschen einfrieren, finde ich. Wenn die Slow Motion, ich meine, sicher ist nicht eingerechnet, aber. Schwert probieren. Na! Komm! Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm! Ist sowieso nicht geschafft. Hat schon viel zu lange gedauert, glaube ich. Aber 10 wär's. Eins, zwölf, um Gottes Willen, du musst richtig gut sein. Ich muss ganz kurz. Ah, das kann ich da jetzt nicht ausprobieren. Ne, ich krieg die Vulkankraft wieder zurück. Okay, alles klar. Aber da es überhaupt keine Konsequenzen hat, wenn ich die Zielzeit nicht erreiche, außer dass ich die Münzen nicht kriege, die Bonusmünzen, ist es nicht so tragisch. Das ist der zweite Versuch. Die Gegner müssen da ein bisschen schneller auftauchen. Warte mal. Nein, das geht nicht. Ich hab da die Zeit nicht, dass ich in Wirbel mache. Ich habe mir gedacht, vielleicht geht es aus, wenn ich die Wirbelattacke mache. Aber die geht sie tatsächlich nicht aus. Da ist er sowieso unbesiegbar. Meine Güte, jetzt bin ich noch schlechter als vorher. Shit. Was? Okay, jetzt war ich schnell. Passt. Kann ich das jetzt irgendwie neu starten? Ja. Weil das wird sowieso nichts mehr innerhalb von der Zielzeit. Tricky. Ich krieg da jedes Mal aufs Maul. Und da muss ich warten, bis die Steine da sind. Das ist fies. Ich kann nicht schon vorher losspringen. Alter, nicht der Ernst. Der stirret, oder? Die sind so nervig. Nervenaufreibend, weil ich da einfach zu lang brauche. Na, ich hätte schon wieder nur mehr 14 Sekunden Zeit. So schnell kann man den nicht besiegen. 9 Sekunden. Zwei Sekunden, 1 Sekunde. Aus. Na. Ohne Power vielleicht, dass man sagt, man legt die Power ab. Aber, na, unmöglich. Ist das. Aber wieso? Ich war ja vorher, glaube ich, sogar schneller, oder? Ja, wie. Ja, die Dings, die Stiere habe ich beim ersten Mal besser besiegt. Okay, nein, macht nichts. Kann man nichts machen. Zielzeit nicht erfüllt, aber macht jetzt nichts. Wir sicher abseits vom Stream dann irgendwie schaffen.